Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben die 100.000 Aufrufe erreicht und deswegen möchte ich euch danken, und zwar in der Form von einem Trick mit Erklärung. Und zwar habe ich mir einen Trick mit Kopfhörer überlegt und ich führe euch erstmal den Trick vor und danach gibt es die Erklärung. Also fangen wir gleich an. Wie schon gesagt, brauchen wir für den Trick diese Kopfhörer hier. Die sehen so aus und ja. Dann brauchen wir noch diesen Strohhalm. Und da habe ich den hier, der ist schwarz und etwas dicker. Warum, seht ihr gleich. Und zwar stecken wir jetzt das Kabel von dem Kopfhörer durch den Strohhalm durch, sodass es irgendwann mal auf der anderen Seite wieder rauskommt. So. Jetzt falten wir den Strohhalm mit dem Kabel einmal in der Mitte. So. Und dann habe ich hier noch eine Schere dabei und mit der schneiden wir den Strohhalm mit dem Kabel einmal durch. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir hier zwei Strohhalme mit jeweils einem Ende vom Kabel. Aber passt gut auf. Denn wenn ich jetzt meine Hand um die zwei Strohhalme lege und an dem einen Ende vom Kabel ziehe, dann bewegt sich das andere Kabel und ist auf einmal wieder mit dem anderen verbunden. Und ihr seht, das ganze Kabel ist auf einmal wieder ganz. So, nun kommen wir zur Erklärung von dem Trick. Und zwar braucht ihr als erstes eure Kopfhörer oder andere Kabel oder eine Schnur. Also da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Dann braucht ihr noch einen Strohhalm. Ich habe jetzt einen dickeren genommen, warum, seht ihr dann gleich. Außerdem braucht ihr jetzt noch eine Schere, um den Trick vorzubereiten. Und die Vorbereitung ist eigentlich ganz einfach. Und zwar schneidet ihr mit der Schere in der Mitte von dem Strohhalm einen Schlitz hinein. Also nicht vollständig, sondern bloß in der Mitte. Und ich zeige euch das einfach mal. So, also wie schon gesagt, schneidet ihr hier einen Schlitz hinein, dass es ungefähr so wie bei mir aussieht. Und das war eigentlich schon die Vorbereitung. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ihr den Trick vorführt. Ich zeige das Ganze jetzt aus meiner Perspektive, beziehungsweise aus eurer, wenn ihr das Ganze vorführt. Und zwar zeigt ihr den Strohhalm vor, als wäre es ein ganz normaler. Haltet am besten den Schlitz zu euch her, damit man ihn nicht sieht, beziehungsweise die Zuschauer ihn nicht von vorne sehen. Jedenfalls nehmt ihr dann eure Kopfhörer und fädelt das Kabel durch den Strohhalm durch. Deswegen habe ich jetzt auch den dicken Strohhalm genommen, damit man das besser durchfädeln kann. Sobald ihr das Kabel durch den Strohhalm gezogen habt, könnt ihr den Strohhalm einmal knicken, in der Mitte ungefähr. Wenn ihr den Strohhalm nun knickt, müsst ihr aufpassen, dass der Schlitz entweder zu euch bzw. nach unten zeigt, also die Richtung, wo ihr es faltet. Warum, seht ihr dann gleich? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Trick, den ihr machen müsst. Und zwar, während ihr den Strohhalm faltet, müsst ihr ihn einfach kurz mit der Hand verdecken. Denn dann könnt ihr an den zwei Kabeln unten ziehen und dann geht die Mitte des Kabels durch den Schlitz durch und ist sozusagen außerhalb von dem Röhrchen. Jetzt könnt ihr die Mitte von dem Kabel mit euren Zeigefinger und eurem Daumen verdecken und das Publikum sieht jetzt nur das Röhrchen und sieht nicht das Kabel, da es ja durch eure Finger verdeckt ist und es denkt automatisch, das Kabel ist natürlich noch im Röhrchen. Jetzt nehmt ihr eure Schere zur Hand und schneidet das Röhrchen durch. Haltet immer noch das Kabel gut verdeckt, damit man es nicht sieht, denn wenn das Publikum das Kabel sieht, dann würde es ja keinen Sinn machen. Wenn ihr jetzt das Kabel wieder restaurieren möchtet, also wieder sozusagen reparieren bzw. ganz zaubern, dann macht ihr das folgendermaßen. Und zwar nehmt ihr eure andere Hand und verdeckt das ganze Röhrchen wieder und geht mit dem Daumen unten an das Kabel, also an die Kabelmitte. Denn jetzt verdeckt ihr das Ganze von dem Publikum und wenn ihr die Strohhalme wieder zusammennimmt, dann zieht es das Kabel nicht. Und jetzt könnt ihr einfach an dem einen Kabelende ziehen und auf einmal geht es wieder raus. Vielleicht verhakt es sich, dann müsst ihr ein bisschen rütteln bzw. nachhelfen, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Anschließend müsst ihr einfach nur noch die Röhrchen entweder wegwerfen oder in eure Hosentasche stecken, so dass das Publikum es halt nicht mehr sieht bzw. nicht mehr drauf kommt, es zu kontrollieren, weil sonst würden sie ja den Schlitz sehen.
So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass euch die Zaubertricks mit Auflösung gefallen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mich gleich hier unten abonnieren. Und dann kommt ihr hier zum letzten Video. Danke nochmal für die 100.000 Aufrufe und bis zum nächsten Mal. Ciao.